Du liebst das Reisen? Du bist privat und dienstlich viel unterwegs? Du freust dich bereits auf deinen nächsten Urlaub? Du möchtest reale Einblicke in Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Kongresscenter gewinnen? Lehn dich zurück und begleite mich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Film. Heute nehme ich euch mit auf ein Flusskreuzfahrtschiff. Ich entführe euch auf die Compass Opera und zeige euch in mehreren Teilen, was ich hier alles Schönes erlebt habe. Viel Spaß damit! Erst einmal nehme ich dich mit auf 157 Meter Höhe, zu den Spitzen der Türme des Kölner Doms. Da wir hier jedoch keine Flugreise unternehmen, sondern eine Schifffahrt vor uns haben, sage ich Ahoi und schon sind wir an Bord der Compass Opera. Leinen los! Eines gleich zu Beginn. Dieses Video wird dir innerhalb von 2 Minuten nur einen ersten Eindruck dieses Schiffes vermitteln. Meine Reisen innerhalb hunderter Filmproduktionen brachten so manche Erfahrungen mit sich. Dazu erfahrt ihr mehr in einem weiteren Teil meiner Filmreihe. Einblicke, Neudeutsch Insights, sind mir wichtig. Nur so können dich meine Filme rundum beraten. Zum Thema Landgang und Ausflüge buchen? Nutze diese Möglichkeit gern, aber bitte nur, wenn du gut zu Fuß bist. Zwei meiner Highlights sind übrigens die Interviews mit Kapitän Ingmar in einer Woche dann und dem sportlich schlanken Seebär André. Wer organisiert und plant eigentlich die Landgänge? Mit der Familie Rösch, den Eigentümern des Unternehmens Compass. Kunst und Kultur, Unterhaltung mit Live-Musik ist auf der Compass Opera übrigens das Highlight eines jeden Abends. Es gibt hier aber auch ruhige Bereiche auf diesem Schiff. Das bereits jetzt schon wunderschöne Bordrestaurant wird übrigens, wie auch alle anderen Bereiche des Schiffes, von Januar bis März 2023 eine Verjüngungskur in einer Werft erhalten. Compass will mich und meinen Kameramann dorthin schicken. Und das nur, weil ich viel Erfahrung im Bereich des Handwerks, der Industrie und den Arbeiten innerhalb von Werften habe. Ahoi, liebes Opera-Team. Bis bald. Caridio Image und Eventfilmproduktion.